So the idea is he can carry it, and because we try to build it not so heavy and not so it will be really easy to turn and move. And we also measure the side of the U-Bahn's the door, so the whole tote is 180 centimeter, so it can carry to the U-Bahn or S-Bahn. And when he carried to his place, he can really quickly lay down and sit. It can sit in it. And here at the window, so the light can come in from this side. And also, it can also sleep. So yeah, there's two houses. And this is the first one. Mm-hmm. Like people, we built it together 2 weeks ago. Okay. And there's the other one. Mm-hmm. Behind it. Und jetzt hier im Frauenbereich in der Turnhalle gegenüber vom Lageso, das sind halt ja die Standardbetten, in denen die Flüchtlinge in der ersten Nacht halt untergebracht werden. Man liegt hier halt mit keine Ahnung wie vielen Leuten halt nebeneinander, man hat halt überhaupt keine Privatsphäre. Dieser rote Vorhang trennt Männer und Frauen voneinander, weil ja auch viele Muslime hinkommen. Und oftmals ist es wohl so, dass hier auf dieser Seite halt ja irgendwie kleine Mädchen liegen und auf der anderen Seite liegt halt der Vater. Und dann halten die halt unter dem roten Vorhang Händchen, weil die sich halt sonst abends so alleine fühlen. Und ja, das Ganze soll halt die Familien so ein bisschen mehr zusammenbringen, soll halt eben die Möglichkeit geben, ein bisschen Privatsphäre zu haben und auch ermöglichen, dass vielleicht Männer und Frauen oder Vater und Töchter oder auch Söhne und ihre Mütter ja, zusammen liegen können. Und ja, das Ganze wird halt, also das Ganze ist jetzt der Prototyp, das Ganze wird halt versucht, aus möglichst günstigen Materialien halt aufzubauen, damit man auch eher von Sponsoren eine Förderung bekommt. Also die Idee ist halt eben, dass man ganz viele von diesen kleinen Häusern baut. Ja? Man kann sich das vielleicht vorstellen, wenn man das Haus jetzt um 180 Grad drehen würde, dann und ganz viele davon in eine Reihe stellt, dann ist halt der Plan, dass man anstatt diesen ganzen Betten, die halt rumstehen, wie so ein kleines Dorf hier sozusagen aufbaut. Ja, es wäre schön, wenn die Menschen irgendwie auch so ein bisschen das Potenzial in sich selber entdecken würden. So, es ist halt irgendwie so eine Mentalität geworden, ah komm, wenn ich jetzt like, dann tue ich halt was, ja, dann habe ich was Gutes gemacht, ich unterstütze damit irgendwie die Gedanken anderer. Aber im Prinzip macht man ja nichts. Also man drückt halt auf ein Knöpfchen, dadurch ändert sich halt überhaupt nichts. Ja, ob ein Video jetzt irgendwie 1000 Likes oder 100 Likes hat, weiß ich nicht. Also vielleicht sollte man einfach wieder weg von diesem Liken kommen und einfach wieder anpacken. Ja. Und aufhören, irgendwelche Videos zu gucken, sondern selber was machen. Ich meine, die meisten Leute, die hier hinkommen, die haben vielleicht noch nie irgendwie, also ich glaube, die da hinten haben zum ersten Mal eine Kreissäge heute in der Hand. Und ich meine, so schwer ist das nicht. Natürlich kann man auch Besseres machen. Aber ich, wenn man irgendwie so einmal da drin ist und gerade wenn man auch so von, also letztes Wochenende kam dann abends noch Menschen, die dann auch hier eingezogen sind und da kriegt man dann auf jeden viel, viel zurück. Ja? Du hast halt irgendwie erstmal was Neues gelernt, du hast wirklich was geschafft, eine Arbeit, auf die man ja definitiv schauen kann. Ja? Und man hat Menschen geholfen, also ich meine, was will man mehr? Bitte? Okay. Ja. Anscheinend stören wir keinen beim Schlafen. Naja, das ist die Türe und hier ist halt eben ein Liegeplatz für insgesamt 4 Personen. Also hier können 2 Menschen schlafen und 4 wahrscheinlich im besten Falle dann die Eltern. I'm really happy to work with Mario because I think from to working with him also led me to rethink about what is the meaning to help people. It's also something learning to talk with people from like who live in the street and to know what they feel, what they think, why they make their choice to live in the street.
Ja, wer immer helfen möchte, in welcher Art auch immer, der ist willkommen. Und auch Leute, die sich das nur angucken wollen und danach vielleicht helfen wollen, sind auch bekommen. Ja, und ansonsten weniger liken, mehr machen.